Das Seco Pro 625 von Matur ist ein besonders hochwertiges und vielseitiges Sicherheitsmesser, auch für härteste Einsätze. Zum Schneiden, Entsichern und den Hebel betätigen. Der Klingenrückzug erfolgt vollautomatisch. Den Hebel können Sie gedrückt halten. Der ergonomische Griff eignet sich für rechts und links. Hand und Arm bilden eine Linie. Am Ende immer sichern. Wieder entsichern und schneiden. Zum Beispiel Kunststoffumreifungen im 45-Grad-Winkel oder Folien aller Art. Am Ende sichern. Zum Abdecken oben am geschlossenen Karton ansetzen. Und, ganz wichtig, immer am Körper vorbeischneiden. Die Klinge zieht sich zurück, sobald sie den Kontakt zum Schneidmaterial verliert. Hebel gedrückt halten. Achtung! Platzieren Sie die zweite Hand nie auf dem Schneidweg. Beim Ablaschen an der hochgeklappten Lasche ansetzen und durchziehen. Auch hier am Körper vorbeischneiden. Beim Fensterschnitt einstechen und in den Karton eine Öffnung schneiden. Den Daumen nutzen Sie als Druckverstärker. Auch hier bei festem Material Druck mit dem Daumen erhöhen. Wenn nötig, können Sie flexibel die Hand wechseln. Bei Kraftschnitten nehmen Sie die zweite Hand zur Hilfe. Des Seco Pro 625 können Sie wenden, als erstes entsichern und den Klingenwechselknopf herausziehen. Um den Hebel zu arretieren, die Sicherung wieder nach vorne schieben. Die transparente Klingenabdeckung zeigt nach oben. Wenden und wieder einsetzen. Achtung, nicht die Schneide berühren, sondern Klinge immer nur an der stumpfen Seite anfassen. Beim Einsetzen Klinge wieder exakt auf den Nocken legen. Entsichern und den Hebel kontrolliert kommen lassen. Wechselknopf schließen und am Ende testweise den Hebel betätigen. Sind beide Schneidkanten benutzt, ersetzen Sie die Klinge. Also Wechselknopf raus und den Hebel arretieren. Die gebrauchte Klinge entnehmen und sofort entsorgen. Als Ersatz ausschließlich Matur-Klingen verwenden. Passgenau einlegen und wieder entsichern. Aber Achtung, Hebel nicht springen lassen, sondern mit der Hand führen. Wechselknopf schließen. Und testweise auslösen. Vor der Reinigung entfernen Sie die Klinge und legen diese sicher ab. Ausklopfen und auspusten, um den gröbsten Schmutz zu entfernen.
Die Klinge zurück in den Griff. Knopf schließen. Testen. Und gesichert in die Gürteltasche. Nutzen Sie auch unsere anderen Medien, zum Beispiel unser Sicherheitsposter. Und beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung.